Zeit für Assi Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute das Kanzlerduell. Das ist das verwirrendste Maker-Spiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Ich meine, hallo? Also, da war diese Tussi namens Angela Merkel und die ist Bundeskönigin. Oh, wow! Und dann ist da noch dieser Typ namens Frank Walter Steinmeier und der ist bei Angela in der Party. Die will den aber nicht mehr in der Party haben und er will selber eine Party machen und er will Bundeskönig werden. Ja, und das war's schon. Ich hätte mir ja gewünscht, dass die irgendwas Geiles mit der Party machen. Zum Beispiel Drachen bekämpfen. Oder Schätze suchen. Oder irgendwelche fiesen Oger töten. Oder irgendwelchen Alkoholikern die Wodkaflaschen vom Mund wegschießen. Aber nee, es geht immer nur darum, wer mit wem in die Party geht und wer Partyleader wird. Man sieht die ganze Zeit nur, wie die zwei sich bekämpfen. Das wäre ja noch ganz cool. Aber die kämpfen nicht so mit Pistolen oder mit Messern oder machen einen Pokerwettbewerb oder versuchen sich mit überdimensionalen Wattestäbchen von dem Podest zu schlagen. Nein, die Rede. Das ganze Spiel über ging's nur ums Reden. Ey, ich wäre da rein und hätte den beiden ordentlich aufs Maul gehauen. Und dann wäre ich jetzt Bundeskönig. Und dann reden die immer so komisch, also die Tussi so. Und nur mir ist es zu verdanken, dass wir die Arbeitslosenquote senken konnten. Und dann der Typ so, ja, da haben wir aber auch mitgemacht und wir haben für die Erhöhung der Renten gesorgt. Und dann die Tussi so. Ja, das haben wir aber auch geschafft. Und haben wir noch dafür gesorgt, dass die Boni vom Manager geregelt werden. Und dann der Typ wieder so, ja, da haben wir aber auch mitgemacht und wir haben noch bla bla, jack, jack, jack. Und dann ist da dieser Typ namens Peter Klopel und der wird nur in die Story eingeführt. Später hört und sieht man nichts mehr von ihm. Das ist voll beschissen. Und da ist ja diese Tussi namens Maybrit Illner und von der sieht man auch nichts mehr. Hat sie wahrscheinlich mit Peter Klopel verzogen. Und dann ist da dieser Typ namens Frank Plesberg und der ist Moderierer. Und der dann immer so, yay, fight bitches. Und dann ist da nochmal so ein Moderierer namens Peter Limburg. Ohne Scheiß, warum heißen alle Typen in dem Spiel Frank oder Peter? Der Ersteller war total unkreativ. Und dann habe ich nicht mehr verstanden, wer mit wem gegen wen. Mal kämpft Angela gegen Frank Walter. Mal kämpfen Frank Walter und Angela zusammen gegen die Moderierer. Manchmal kämpfen alle zusammen gegen Frank Plesberg. Und am Ende des Kampfes gibt's immer nur das Gleiche. In den Raum gestellte Sätze, die kein Arsch versteht. Und dann kommt da noch so ein Sideplot rein. Nämlich, da ist dieses Land namens Afghanistan. Und Angela hat da wohl irgendwelche Soldaten hingeschickt. Und Frank Walter will die da aber weghaben. Aber kurz darauf hört man nichts mehr darüber. Wozu macht man so einen Plot, wenn man ihn nicht mal mehr erwähnt? Und am Ende haben sich alle die Frage gestellt, wer jetzt gewonnen hat. Ich weiß nur, wer verloren hat. Ich habe verloren, weil ich 90 Minuten lang dieses komisches Spiel gespielt habe. Und am Ende hatte ich nichts gesehen, was ich nicht vorher schon mal gesehen hätte. Nichts gehört, was ich nicht schon vorher gehört hätte. Und ich wusste nichts, was ich nicht vorher schon gewusst hätte. Diese 90 Minuten waren verschwendet. Und am Ende wollten die alle noch irgendwelche Stimmen haben. Ich will nur meine 90 Minuten zurückhaben. Mein Gott, was hätte ich damit alles anfangen können? Na, zugegeben, ich hätte auf der Couch gesessen und weiter Bier getrunken. Und ich bin dafür, dass alle Mitwirkenden aufs Maul kriegen und ich am Ende zum Bundeskönig ernannt werde. Hooray! Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey! Ey Mann, Leute, ich brauche echt voll schnell einen Job. Diese Tussi hat gesagt, dass sie die Arbeitslosen abschaffen will. Die wollen mir ankragen, Alter.